Wegberg. Am späten Donnerstagabend, den 26. Januar 2017, wurde die Feuerwehr Wegberg zu einem Brand an einem Reetdach im Ortsteil Schwarm gerufen. Offensichtlich hatte jemand versucht, dieses Reetdach anzuzünden. Anwohner konnten den Besitzer darauf aufmerksam machen, dieser löschte die Flammen mittels einer Decke. Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle und schnitt großzügig einen Teil des Daches ab.